Also ich darf euch recht herzlich begrüßen am Hans- und Bädern-Gut in Steinbruck in der Gemeinde Bram. Wir sind ein Hof, wir haben 15 Hektar zum Bewirtschaften, also eher ein kleinerer Betrieb. Seit 2004 machen wir die Haltungsform und die entspricht genau der Form, die die Firma Hüttaler eben sich für das Projekt der Hofkultur wünscht. Es war uns immer schon ein Anliegen, die Tiere natürlich zu halten. Sie haben einfach genügend Platz, sie kriegen der Hof eigenes Futter. Zugekauft wird nur das Donnersoja. Sie können jederzeit raus, sie machen das sogar im Winter auch. Sie sind draußen. Wenn es ihnen zu kalt wird, haben sie die Möglichkeit jederzeit, dass sie wieder reingehen und sie im Stroh vergrauen. Den Tieren geht es einfach gut und sie sind gesundheitlich einfach top drauf. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sehr wenig Probleme mit Ausfällen und Krankheiten von den Tieren. Die Familie Kärntner ist ein sehr wertvoller Partner für unsere Hofkultur, weil er durch die jahrelange Erfahrung ein sehr wichtiges Know-how mit einbringt und da auch natürlich unsere anderen Partnerbetriebe davon profitieren. Die kleine Struktur des Betriebes ist trotzdem auch sehr wichtig, weil natürlich auch die kleine Landwirtschaft in der Hofkultur ganz herzlich willkommen ist. Was wir ganz gut sehen beim Betrieb Hansenbeter, ist durch die langjährige Erfahrung, die Tiere brauchen keine Medikamente mehr. Sie sind irrsinnig robust, tagtäglich nehmen sie Umwelteinflüsse wahr, die Kälte, die Wärme, Regen. Die Tiere sind dadurch einfach fitter, sie haben mehr Platz, dadurch auch mehr Bewegung. Der ganze Bewegungsapparat ist in Schwung und ja, es ist wunderschön anzuschauen hier.